Guten Tag, hätten Sie eine Sekunde Zeit, mit uns über Jesus zu sprechen? Guten Tag, Miss. Ich bin Vater Lagle aus der Diözese Winterhill. Das ist Vater Di Cosimo. Wir haben von dem Unglück erfahren, dass dieses Haus befallen hat. Und wir kommen, um Ihnen unseren heilsamen Segen anzubieten. Sind also, wo ist Ihr Kind? Zu sprechen? Was? Zum Teufel raus aus meinem Haus! Verfluchte Parasiten! Schafft eure Röcke zurück zu den erbärmlichen Taugenichtsen in die Stadt! Schlucken euren Jesusmüll, aber runter von meinem Rasen, oder ich gebe euch Grund zum Beten. Ihr müsst auf meinem Grund hausieren. Sieht zu, dass sie verschwinden. Eigentlich unnormal dreist. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ah, Sie haben mich überrascht. Ich bin Wayne Preston vom Herald. Ich würde gerne mit Ihnen über die letzten Ereignisse hier in Dental Manor sprechen. Ich zahle gut für Informationen. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Oh, Mr. Wagner. Entschuldigung, ich habe an der Haustür geklingelt, aber niemand öffnete. Es sah nach Regen aus, das also bin ich... Das ist Hausfriedensbruch. Ich könnte Sie erschießen. Hey, Augenblick! Ich war's nicht. Nochmal der Papa. Mensch, du kommst ja ganz schön oft vorbei. Hast kein Zuhause? Ah, Lucius. Welch wunderbar grausame Opfer du mir gebracht hast. Jetzt müssen wir weiter. Wir müssen fortfahren, ohne nach hinten zu blicken. Da sind diese Schnüffler, Lucius. Sie hegen einen Verdacht. Du musst wachsam sein. Aber jetzt ist es an der Zeit, dich die mächtigeren Fähigkeiten zu lehren, damit du dich, falls nötig, schützen kannst. Wie cool. Machst du gerne Feuer, Lucius? Ja, ich mag Feuer. Dein Papi verbietet dir, mit Streichhölzern zu spielen, aber ich zeige dir einen besseren Weg. Oh, das ist sehr gut. Ich hab Feuer gemacht. Diese Fähigkeit kann nur manchmal und nur in extremsten Situationen eingesetzt werden. Jedes Mal, wenn du mir ein Opfer bringst,
erhältst du diese Fähigkeit, aber nur für kurze Zeit, bis die Macht wieder vergeht. Alles klar, danke, Papa. Jetzt bin ich das coolste Kind im Camp, weil ich alleine ohne Streichhölzer Feuer machen kann. Erster April 73. Verrat. Ist das jetzt ein April-Scherz oder ist das ernst gemeint? Komm, mein Junge. Es ist Zeit zu reden. Was ist los? Du hast dich also umgesehen und die Kammer gefunden. Gut gemacht, Lucius. Zieh dich an und triff mich dort unten. Lass dich unterwegs nicht erwischen. Ich habe bemerkt, dass noch nicht alle schlafen. Alter, was hab ich für einen geilen Großvater? Fabius. Großvater Fabius, mein Großvater hat mich geweckt. Er trug mir auf, ihn in der Kammer zu treffen. Alle sind noch wach. Ich muss einen Weg finden, unentdeckt vorbeizukommen. Die Dunkelheit ist mein Freund. Och, nö. Ich hasse sowas. Bitte. Doch der König und seine Mann brachten Humpty Dumpty nicht mehr zusammen. Das ging ihm gehörig auf die Leber. Also hier darf ich nicht lang. Oh, ich will nicht. Hä? Ja, geil, ey. Ich darf durch dieses scheiß Wetter stapfen, oder was? Cool, der einzige Weg, wo ich lang kann, und das ist die Mutti. Ah, komm, überspringen wir das. Das kennen wir ja schon. Was für ein Beschiss. Ja, wir können doch nur da lang. Gibt es hier irgendwie einen Weg runter? Alter, ist das ein Wetter. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Schön. Hier muss irgendwas sein. Ach. Jetzt haben wir keinen Strom. Charles? Will? Ist hier jemand? Genau, geh weg. Geh ganz weit weg. Da, wo du am besten nicht in meiner Reichweite bist. Boah, endlich wieder im Trocknen. Müssen jetzt überhaupt lang in den Weinkeller, ne? Wo bin ich denn? Oh, ich werde wieder nicht angezeigt, oder was? Oh. Oh,
Da muss ich nicht lang. Ah, tolle Wurst. Ich hasse es. Oh nein, die kommt hier hin. Na, ah, ich hab verloren. Schnell weg. Ganz schnell. Weg, 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 weg. Ja, lauf doch. Alter. Das Spiel ist nichts für mich. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Oh fuck, ey. Du hast mich erschreckt, so geschissen. Der Sturm hält dich wach. So. Hab's. Los, 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 los. Hasse ich sowas. Los. Rein. Weg. Also wurdest du hergeführt. Du hast die Kammer gefunden. Gut gemacht, Lucius. Meine beiden dummen Kinder haben seit Jahren in diesen Kellern gespielt und nie etwas bemerkt. Ich habe diese Kammer zusammen mit dem Herrenhaus bauen lassen. Damals. Hier ist der Mittelpunkt, Lucius. Dies ist das Herz von Dante Manor. Alle möglichen Dinge sind hier geschehen. Ich habe Gäste von höchstem Rang unterhalten. Jetzt ist es an der Zeit, dass du dein Schicksal erkennst. Du bist berufen, Lucius. Ich habe dich schon viel länger erwartet, als du dir vorstellen kannst. Meine Söhne waren eine Enttäuschung für mich. Auf dich habe ich gewartet. Du wirst uns allen den Weg weisen. Aber du warst leichtsinnig beim Lernen, Lucius. Du hast alles gefährdet. Du hast für zu viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und jetzt müssen wir damit fertig werden. Du darfst nicht entdeckt werden. Keine Sorge. Wenn wir ihn in der richtigen Weise entsorgen, wirst du viel stärker werden. Dies ist ein heiliger Ort, an dem das Blut für uns arbeitet. Nun, für dich. Du bist es doch, mein Junge. Warum sprichst du nicht? Bist du die Prophezeiung? Der Meister sagt, er wird die Schuld von meiner Blutlinie nehmen. Ich bin sicher, er meinte dich. Bereite diesen Tisch für das Ritual vor. Ich suche derweil die richtige Schrift.